Hallo Schönheiten, es ist Zeit für meine Februar-Favoriten. Endlich verkauft mein L'Occitane das Refill von dem Mandelduschöl, was ich doch so liebe, was ich seit Jahren immer und immer wieder kaufe und was ich abgrundtief liebe aus allertiefstem Schminkherzen. Das ist günstiger, wenn man es halt einfach wieder reinfüllt in sein altes und hier sind 500 ml drin. Es riecht einfach göttlich, es ist mein allzeit allerliebstes Duschgel. Ich könnte es heiraten. Ich würde es heiraten. Wenn man ein Duschöl heiraten könnte, würde ich das hier heiraten. Die Armani Luminous Silk Foundation habe ich euch schon mal vorgestellt, aber im Rahmen eines Flop-Videos. Ich habe sie jetzt wieder ausgekramt, weil meine alten Foundations, wie zum Beispiel der Youth Liberator, farblich nicht gepasst hatten. Und ich habe der hier dann nochmal eine Chance gegeben und ich muss sagen, scheinbar habe ich den Effekt, den sie hat, damals irgendwie nicht als sehr erstrebenswert empfunden. Aber mittlerweile sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders. So ein Foundation-Geschmack ändert sich ja auch so ein bisschen mit der Zeit. Was ich an der Armani Luminous Silk so eindrucksvoll fand, war, dass sie wirklich einen eingebauten Weichzeichner-Effekt hatte. Also nachdem ich ja so dieses Anti-Porn-Zeug gekauft habe und mich ja mittlerweile mit meinen Poren mehr beschäftige als früher, mit meinen Falten übrigens auch, die Poren sahen wirklich kleiner aus mit dieser Foundation und das war so, das war wirklich, ich verstehe vielleicht, warum das Wort Silk eingebaut ist, weil es wirklich seidig aussah und gleichmäßig und es hatte was unfassbar Attraktives, was so Poliertes irgendwie, ohne dabei so auffällig zu wirken. So eine Foundation, die halt strahlt, die ist halt so ein bisschen auffälliger. Und im Vergleich zu der Youth Liberator, muss ich jetzt auch mal sagen, fühlte die hier sich ganz schön schwer an auf der Haut. Also ich habe sie richtig gemerkt und na gut, mittlerweile kriecht mir alles in meine Nasolabialfalten, wie ich festgestellt habe, die hier heute auch, aber die hier kriecht ganz arg in die Nasolabialfalten. Das sind zwei komplett verschiedene Foundations und nachdem ich die hier ausprobiert habe, stellte ich auch fest, dass die hier tatsächlich die Poren auch so ein bisschen mehr betont. Also es ist immer wieder gut, seine alten Foundations auszupacken. Ich sag jetzt nicht, dass das Finish irgendwie ultimativ das Grandioseste ist. Ich mag es immer noch gern, wenn meine Haut strahlt. Das ist so eins meiner Spleens. Aber das hat schon seinen Vorteil. Diese Foundation hat ihren Vorteil. Was Mascara angeht, bin ich zurück zu Maybelline The Rocket Volume Express Mascara Waterproof. Ein langer Name. Ich hatte die ja schon mal und war restlos begeistert und habe die zusammen mit der Catrice Glamour Doll, glaube ich heißt sie, in der wasserfesten Version zusammengetragen. Und die beiden zusammen waren so der Burner, weil die hier die Wimpern richtig schön oben hält und die zweite von Catrice eben super viel Volumen gegeben hat. Mir waren die Wimpern daraufhin aber ausgefallen und ausgetrocknet und ich habe dann eine Pause eingelegt und habe normale Mascara ausprobiert. Aber jetzt hat es mich gejuckt und ich wollte so gern wieder irgendwie so Wimpern haben, die irgendwie auch nach oben gucken. Ich habe die hier gekauft wieder und ich muss sagen, also erstmal der Effekt ist immer noch nach wie vor grandios. Ich habe sie auch heute drauf. Mein rechtes Auge ist so ein bisschen, meine Wimpern am rechten Auge, als hätte ich da irgendwie total blöd drauf geschlafen. Die sind irgendwie immer dümmer als die auf meinem linken Auge. Wenn ich die mal einen kompletten Tag lang drauf hatte, dann sind meine Wimpern am nächsten Morgen dann immer noch gebogen von der. Also ohne, dass ich sie dann gebogen habe. Auch wenn ich nur eine der beiden Mascara benutze, hat das einen austrocknenden Effekt. Ich hatte gehofft, es sei nur die Kombination von beiden. Traurig. Me so sad, weil ich den Effekt wirklich gut finde. Ich liebe sie. Wirklich. Aber sie tut mir nicht gut. Ich bin zurück zur All About Eyes Rich von Clinique. Ich hatte ja Pröbchen von anderen Augencremes und habe die dann wieder ausgepackt. Was mir an der so gut gefällt, ist, dass die sich so gut verteilen lässt. Die gleitet praktisch von selbst irgendwie so auf die Haut und sie ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Ich mag so dünne, flüssige Augengels auch so zum Beispiel gar nicht. Aber so richtig dicke Pasten, die ich nicht verteilt bekomme, das bringt mir dann auch nichts, wenn ich an meinem Auge die ganze Zeit ziehe, denn das hat dann ja auch nicht so ganz den Sinn erfüllt. Ich finde sie halt sehr, sehr gut, wenn man noch nicht ganz in diese Anti-Aging-Schiene komplett reinrutschen will, weil man was dagegen hat oder weil man sich dafür noch zu jung fühlt oder insert reason here. Dann ebenfalls für die Augen. Oh mein Gott, ich habe mich so verliebt in eine Augen-Make-up-Lidschattenkombination. All That Glitters von MAC kennt ihr alle wahrscheinlich, weil das so ziemlich einer der bekannten Lidschatten von MAC ist. Ich kann den ja nicht so gut tragen, weil der in mir sofort ganz schön so gelblich, orangig wird und das sieht überhaupt nicht gut aus. Also mein Hautunterton, der zieht so ziemlich alles ins warm-orangige und deswegen total die Trauer, weil an sich ist das ein super schöner Alltagslidschatten. Auf jeden Fall habe ich ihn dann zusammengetragen mit Sketch. Ich glaube, das ist Sketch. Ich habe den hier nämlich in diese Palette eingeklebt, ich Schlaukind, weil ich damals dachte, diese Palette würde ich irgendwie ewig besitzen und so sind auch nicht nur MAC-Lidschatten drin. Mittlerweile ärgert mich das total, weil ich gerne zum Beispiel Satin Taupe als einzelne
Freundinnen hätte, den ich in die Palette mitnehmen kann. So eine Vierer-Palette, wenn ich verreise. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich lenke ab. Das ist Sketch. Das ist so ein Violett. Bräunlich, also nicht so lila, na, wobei ein bisschen lila ist schon dabei, so ein Pflaumebraun. Und die beiden zusammen, oh mein Gott, sind so wunderschön. Weil das Kühle von diesem Sketch sehr, sehr gut daran arbeitet, das Orangene so ein bisschen rauszunehmen. Und wenn man die so richtig schön ineinander blendet, also damit kann ich All the Glitters tragen. Und das ist eine richtig tolle Kombi. Das sieht so ein bisschen Smoky Eye-artig aus, aber nicht zu viel für den Alltag. Man hat schon irgendwie so ein bisschen eine Farbe auf dem Auge, aber es ist jetzt auch nicht so lila, wow, ein farbiges Augenmerk. Make-up, wie seltsam. Also geht schon noch so in die neutrale Richtung und ich finde die beiden wunderschön. Ist von Ciate in der Farbe Cutie Pie. Das ist so ein ganz normales, würde man meinen, so ein Standardrosa einfach. Milchig, nicht so Barbie-rosa, aber auch nicht so richtig so Pfirsich-Nude. Und ich finde den so toll, weil das mal endlich eine neutrale Farbe ist, so hellrosa, die aufgetragen nicht total streifig wird. Ich bin ja seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem schönen Nagellack in so einer Farbe. Während der hier nicht komplett deckend ist, also das ist jetzt nicht, ihr bekommt praktisch nicht die Farbe auf dem kompletten Nagel, wenn ihr irgendwie auch nagelweißer, also wenn eure Nägel so lang sind, dass das Nagelweiß auch schon sichtbar ist. Das scheint so ein ganz kleines bisschen durch, aber das macht mir überhaupt nichts, weil der sich so gut verteilen lässt. Das ist so eine schöne, gleichmäßige Fläche und das ist, finde ich, qualitativ bei so einer Farbe echt super selten anzutreffen. Es war definitiv Lippenmonat. Ich habe mir das Mint Juleps von Lush nochmal nachgekauft. Ich hatte das ja schon mal, das war dann abgelaufen. Das riecht göttlich. Es gibt auch die Duftrichtung Bubblegum, die finde ich riecht nach Hustensaft. Bah. Ey, ihr könnt Lip Scrubs auch selber machen mit Honig und Zucker, aber ich stehe halt so auf diesen After-Eat-Geruch. Das ist wirklich, also... Oh, lecker. Ist ein schönes Produkt. Also ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass mit regelmäßiger Anwendung meine Lippen sich irgendwie regenerieren. Die waren nämlich eine Katastrophe diesen Monat. In diesem Sinne auch die Labetta Lippenbutter von Labello in der Geschmacksrichtung Raspberry Rose. Ist eine Lippenbutter, die auf den ersten Blick, finde ich, den Nivea Lippenbuttern total ähnlich sieht. Die ich ja noch nie in der Hand hatte, sonst hätte ich eins gekauft, aber ich finde sie einfach nirgends. Auch die riecht... An manchen Tagen, finde ich, riecht die auch so ein bisschen nach Hustensaft, aber ich finde, die riecht wesentlich natürlicher als so andere Lippen-Sachen, die nach Himbeere riechen sollen. Das ist einfach, ich bin da so ein bisschen komisch, ich mag das nicht, wenn da so die komplette Chemiekeule rauskommt. So ein Lipsmecker in der Geschmacksrichtung Cola finde ich auch super cool, aber wenn es eine Frucht ist, dann bitte, bitte, bitte irgendwie halbwegs natürlich. Lässt sich gut verteilen, ist sehr, sehr ergiebig, wenn ihr mich fragt und ich finde, sie pflegt ganz gut. Sie ist vielleicht nicht so das Allerbeste der Welt, aber für so zwischendurch, wenn man auch mal so den Geruch irgendwie wieder unter der Nase haben will, finde ich die sehr, sehr schön. Dann habe ich Burberry Lip Liner für mich entdeckt. Chanelette ist schuld, wie an so vielem. Das hier ist die Farbe Sepia Nummer 3. Ja, so ein Rosenholz einfach. Das ist eher so eine, könnt ihr das überhaupt sehen? Im Endeffekt ist die Farbe egal, weil es mir mehr um die Qualität des Lip Liners geht, weil der sich super toll auftragen lässt. Der zerfließt praktisch schon direkt auf die Lippen. Der ist so weich, aber nicht so weich, dass man irgendwie damit rumschmiert. Einfach die perfekte Konsistenz. Die Farbe an sich, die geht so ein bisschen in die Richtung Mademoiselle aus der Rouge Coco Serie von Chanel. Das hat irgendwie jetzt lang gedauert. Eher so eine Rosenholz-Alltagsfarbe halt. Da finde ich, kommt es auch sehr, sehr darauf an, was für ein Hauttyp man ist und welche Lippenfarben man an sich hat. Also bei so Rosenholzfarben müsst ihr einfach ausprobieren, rumprobieren. Coco Mademoiselle sieht an mir an einigen Tagen irgendwie auch ganz, ganz schrecklich aus und sieht an anderen Leuten toll aus. Also ich finde gerade so Alltagslippenstifte, die so in genau diese Richtung gehen, sind super schwierig zu empfehlen. Um zurück zum Punkt zu kommen, ich finde den sehr, sehr gut. Also wirklich, wirklich gut. Und ich muss mir mal die anderen Farben angucken. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, da noch mehr zu finden. Das ist die Farbe Carnation. Und der Lippenstift heißt Pink Blush und ist beides von Laura Mercier. Der Lippenstift an sich ist so ein Rosa, einfach ein Alltagsrosa, so eine My Lips But Better Farbe, nicht sehr, sehr auffällig. Schon rosa, also nicht irgendwie warm. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe jetzt so sehen. Ihr seht es ja auch auf meinen Lippen. Kommt auch wieder super auf den eigenen Hautton an, also auch so bei hellen Farben. Diese Farbe an sich alleine hat eine sehr schöne Qualität, lässt sich gut verteilen, schmiert dabei aber nicht so rum, obwohl es irgendwie cremig ist. Also das ist wie so eine perfekte Variante von so einem MAC Cream Sheen Lipstick. Richtig, richtig gut. Ich hätte gern mehr von denen. Ich finde die, also den hier zumindest finde ich super. Und Carnation ist so eine Farbe, also richtig schön hell, peachy, aber so ein rosa Pfirsich, nicht so ein
dunkles Pfirsich, so ein Matsche Pfirsich, sondern so ein heller, frischer, rosafarbener Pfirsich. Zusammen sehen die wirklich 1A aus, wie so ein Flamingo-Lippenstift. Ich war ja ewig auf der Suche nach so einem Nude-Lippenstift, der so ein bisschen so Flamingo-Richtung geht. Ein paar von MAC gehen zwar schon in die Richtung, aber sind halt, manche glänzen auch ganz komisch. Das sieht dann irgendwie auch nicht so richtig gut aus. Ich finde, Pure Zen zum Beispiel kann sehr seltsam glänzen. Aber die beiden zusammen glänzen nicht so komisch. Das ist eine richtig schön, so eine deckende Kombination. Und das perfekt. 1A, ehrlich. Ihr habt mich ganz, ganz irre viel gefragt nach dem Locher, den ich mir jetzt bei Amazon bestellt habe zum Filofaxen. Das ist der Bind-Systemlocher. Ich schreibe euch den genauen Namen mal unten rein. Das ist ein verstellbarer Locher, den ihr praktisch für auch verschiedene Terminkalender benutzen könnt. Je nachdem, welche Größe der dann hat, müsst ihr dann halt gucken, ob es dann bei euch wirklich passt. Aber er ist auf jeden Fall gemacht, auch für verschiedene Größen, für verschiedene Standardgrößen. Ich finde den sehr, sehr gut. Ich komme super mit ihm klar. Der war auch nicht allzu teuer und mir persönlich ist er das Geld dann auch wert. Und er kostet halt nicht 60 Euro wie der Filofax-Locher. Lana Del Rey. Eine Sängerin, die gerade irgendwie kein super neues Album rausgebracht hat. Außer ich lebe hinterm Mond und sie hat es gerade getan. Dann müsste ich dieses Album irgendwie sofort mir krallen und da mal reinhören. Aber ist das jetzt uncool, dass ich sie zurzeit so super gerne höre? Noch schlimmer ist, dass ich auch Eminem zurzeit super gerne höre. Wobei der hat immerhin ein neues Album rausgebracht und ist jetzt im Gespräch. Also ja, Mainstream. Aber ich liebe Lana Del Rey. Ich liebe ihre Stimme. Ich mag die Musik super gern. Ich kann da richtig so reinfallen. Ich habe mal damals bei Twitter geschrieben, ob es irgendwie peinlich ist, Eminem cool zu finden, weil Britney Spears cool zu finden, ist ja irgendwie doch so ein bisschen peinlich, aber Eminem scheint eine etablierte, göttliche Größe der Welt zu sein, der Musikwelt und deswegen schäme ich mich jetzt mal nicht dafür, dass ich Eminem wieder super gerne höre. Organized like Jen. Entdeckt, geguckt, direkt mal den Schreibtisch umsortiert und so. Sehr, sehr inspirierend, ihre Videos zu gucken, gerade so ihr Schreibtischorganisations-, ihr Filing-System, alles Mögliche. Und ich habe mir daraufhin mal einen Spaß gemacht und habe mal gegoogelt oder ge-YouTube nach Kanälen, die sich auch mit so Organisationen beschäftigen und mit so Haushalt. Und es gibt ganz schön viele und es gibt auch Leute, die erklären, wie sie ihren Mealplan zusammenstellen. Und es ist einfach da auch irgendwie für den Alltag so Tipps rauszuziehen. Also jetzt nicht irgendwie nur Beauty-Videos zu gucken, sondern auch so andere Sachen. The Ellen Show. Oh mein Gott. Ellen hat ja die Oscars moderiert und ich liebe ihren Kanal sowieso schon, aber ich habe jetzt nochmal dann irgendwie den Anlass gesehen, nochmal durchzustöbern und sie hat auch Videos mit Zusammenfassungen, wie sie halt Promis erschreckt und dann Taylor Swift, das war so sowieso nochmal das Grandioseste überhaupt. Und was ich auch noch super viel geguckt habe, waren Make-up-Collection-Videos und wer so welcher Schminktyp ist und wer irgendwie eine riesige Lippenstiftsammlung hat und wer irgendwie eher so der Foundation-Freak ist und manchmal sind da ja auch so kleine Reviews eingebaut in diese Videos und dann kann man für sich nochmal irgendwie was rausziehen und macht doch einfach Spaß, da so reinzugucken, wie andere Leute das auch organisieren, weil ich bin ja so, ich habe ja da gar keine Organisation, ne? Die haben ja alle so ihren Schminktisch mit ihren Sachen da so drin und ich habe meins in so Paketen und Douglas Box of Beauty Sachen und ich habe keinen Alex von Ikea. Heißt er Alex? Den haben ja irgendwie alle. Aber wahrscheinlich, weil er so praktisch ist. Vielleicht sollte ich mir auch einen Alex kaufen. Herr Job ist wunderbar erfrischend. Ich finde ihn einfach nur fabelhaft. Ich finde, er hat auch nicht so diesen Fremdschämen-Charakter, weshalb ich ja Dschungelcamp zum Beispiel auch gar nicht gucken mag. Also das interessiert mich nicht, das gibt mir nichts, das ist für mich kein Entertainment. Das ist bei ihm so überhaupt nicht der Fall und manchmal habe ich so das Gefühl, dass viele Sendungen nur noch darauf ausgelegt sind und dass das irgendwie ein unfassbar großer Trend ist im Fernsehen, aber Job. Perfektes Gegenbeispiel. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht und bis bald. Tschüss.